Wunderschönen guten Tag hier in der Schinkenfabrik. Was möchten Sie denn für Butterblümchen kaufen? Von wo bitte? Schinkenfabrik. Schinkenfabrik? Ja, ich bin Frau Becker wieder am Apparat. Frau Becker mit dem Dödel in der Hose. Okay. Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder jede Menge kleine Telefonteile mitgebracht, die so nicht für ein ganzes Video gereicht haben, aber auf jeden Fall ziemlich lehrreich sind, was da eigentlich so für, naja, Menschen am Telefon sitzen und uns das Geld aus der Tasche ziehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Telefonschnipseln. Also sind Sie sozusagen ein Transgender? Ich habe nichts gegen Transgender. Die kann man streicheln. Ja, darf ich noch fragen, sind Sie ein YouTuber, ne? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und wie ist die Channel? Was? Wie heißt die Channel? Ach so, da heißt Sohn einer Freudenhausangestellten. Wie bitte? Sohn einer Freudenhausangestellten. Nein, aber jetzt ehrlich. Ja. Wie heißt die Channel? Na, Sohn einer Freudenhausangestellten. Okay, dann tschüss. Ja, winke, winke. Da war wieder so ein Telefongespräch der Kategorie, ich probiere es einfach mal und guck mal, wer da so angeht. Aber eigentlich weiß ich ja schon, dass da ein YouTuber auf der anderen Seite sitzt. Tja, wahrscheinlich, weil wir mit dem Typen schon des Öfteren am gleichen Tag geredet haben. Die machen sich's dann sehr gerne zur Aufgabe und versuchen dann auf der Leitung zu nerven. Nur vergessen halt die Betrüger dabei, dass das hier ganz viele Rufnummern sind, wo man dann eben einfach auch mal eine bestimmte Rufnummer einfach abschalten kann, wenn die gerade darüber reinkommen und versuchen zu nerven. Naja. So, einer Freudenhausangestellte, schönen guten Tag. Hallo, guten Tag, Herr Hübschrauber. Mhm. Was denn? Möchtest du ein Schinken kaufen? Guten Tag. Ja. Können Sie mich hören? Nee. Hallo? Ja. Können Sie mich hören, Herr? Nee, leider kann ich Sie nicht hören. Oh. Ja. Dann tschüss, tschüss, warte. Ja. Also entweder hat sie es gecheckt, dass das kein seriöses Gespräch werden kann, oder ich weiß es nicht, vielleicht hat sie es mir auch geglaubt, dass ich ihr geantwortet habe auf die Frage, ob ich sie hören kann. Aber schon interessant, warum sie sich in dem Callcenter als erstes meldet mit "Können Sie mich hören?" Nett. Naja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Schnipselchen. Bitteschön. Herr Steinfeger? Mhm. Die Dame Müller ist im Apparat. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut bei Ihnen? Ja, schnuckelig. Freut mich sehr. Herr Steinfeger, ich rufe Sie wegen der Rückfragen auf die Finanzinformationen. Können Sie sich erinnern? Ich hatte keine Rückfrage. Eigentlich in meinem System steht das so. Sie haben noch Interesse über Onlinehandel gezeigt. Deshalb kriegen Sie heute unseren Anruf. Aha. Mhm. Steinfeger. Ja. Ja. Sie wissen ja schon, was Onlinehandel ist, oder? Nee. Über Krypto, Forex, Aktien und so weiter. Aha. Interessant. Also haben Sie Erfahrung bis jetzt gehabt oder noch nicht? Nee. Nein, Sie haben nie investiert, Herr Steinfeger? Ja. Oh je. Okay, ich hoffe, Sie sind momentan zu Hause. Ja. Okay, sehr schön. Und wie viele Minuten haben Sie für mich? Anderthalb. Mein lieber Herr, wir arbeiten mit einer sehr bekannten Plattform. Okay. Tut mir leid. Wir arbeiten mit einer sehr bekannten Plattform. Okay. Die Plattform hat insgesamt 4 Lizenzen und ist im BaFin registriert. Aber ich möchte Ihnen nur Fakten zeigen, natürlich. Okay. Ich möchte Ihnen die Plattform präsentieren, aber was benutzen Sie mit Internet? Ein Computer oder Laptop? Da habe ich eine Flöte. Wie? Eine Flöte. Machen Sie Spaß gerade mit mir? Nein. Naja, aber sie war dann weg und hatte keine Lust mehr, sich mit uns zu unterhalten. Denn die Internetflöte, die hat ihr wohl nicht gefallen. Tja, aber unsere, tja, akustische Augenweide hier am Telefon, ich glaube, naja, viel länger hätte man die sowieso nicht dran haben wollen. Denn das Produkt, was sie uns da anbieten will, naja, ihr wisst es ja.
Nichts anderes als Betrug und Geld aus der Tasche leiern. Mehr bleibt am Ende sowieso nicht bei über. Machen wir mal weiter. Ich schaue mit dem Herr Lutz Voldemort. Ja, Herr Voldemort. Also Markus Kalk und ich habe ihn angerufen wegen Ihrem Handelskonto. Aha, was denn für ein Handelskonto? Über Bitcoin. Aha, okay. Was ist damit? Haben Sie Zeit oder nicht? Ja, bin zu Hause. Was ist damit? Wie bitte? Ja, was ist denn damit? Ich möchte Ihnen informieren über Ihrem Kapital und über Ihrem Handelskonto, deswegen habe ich Ihnen angerufen. Ach so. Ja, und? Also, sind Sie zu Hause oder unterwegs? Die Frage hatten wir doch gerade schon. Wie bitte? Die Frage hatte ich Ihnen doch gerade schon beantwortet. Was möchten Sie denn? Wir müssen die Auszahlung starten. Ach so, na ja, dann starten Sie die Auszahlung. Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören, ja. Okay, wir müssen die Auszahlung starten. Warum? Tja, Fragen beantworten ist wohl nicht so seins, aber ruft bei mir an und will die Auszahlung starten. Was denn eigentlich für eine Auszahlung, von welchem Konto denn überhaupt? Ja, also so richtig Mühe gegeben hat sich dieser Betrüger hier irgendwie nicht beim Beschiss. Ich weiß es nicht, warum die damit durchkommen. Das Schlimme ist halt wirklich, dass die Betrüger damit wirklich auf dieser Ebene immer wieder Erfolg haben. Ich verstehe wirklich nicht, warum und wie das funktioniert, aber es ist traurigerweise so. Schönen guten Tag, Herr Rodrigo Rommel, Frau Schwarz, Bitmund 24. Sie haben bei uns Interesse zu Währungen gezeigt. Besteht Ihr Interesse noch? Nee. Kein Interesse? Okay, alles gut. Ich danke Ihnen. Alles klar. Danke, wiederhören. Jo. Na und genau so gehört sich das eigentlich auch, wenn ein Betrüger bei euch anruft. Und naja, der Betrüger fragt euch, ob ihr da noch dran Interesse habt und ihr sagt nee, dann gehört sich das so, dass man eigentlich das Gespräch freundlich-höflich beendet und sich das Ganze dann damit erledigt hat. Die Betrügerin hier hat sich das wohl mal zu Herzen genommen und mal so durchgeführt. Ja, wundert mich ehrlich gesagt, dass es auch nette Betrüger gibt, aber am Ende, ja, bleibt's ja ein Betrüger. Also weiß ich nicht, ob man's gut finden kann, was sie da macht. Ja, hallo, guten Tag. Jo. Sprich mit Knusprig, Knusprig. Knusprig, Knusprig, ja. Wie bitte? Ja, Knusprig, Knusprig. Genau. Ja. Ja. Wie kann ich denn behilflich sein? Sie haben sich bei uns registriert, richtig? Ja, wo denn? Bei dem Online-Handel, also mit den Bitcoin-Aktien zu probieren. Da hab ich mal irgendwann was gemacht, von wann das? Schon eine Weile her. Das war vor 20 Tagen. So, das kann sein, ja. Ja. Was möchten Sie denn da? Nix möchte er dem Anschein nach, denn er hat einfach aufgelegt und das Gespräch beendet. Tja, was der Anruf jetzt hier gebracht hat, weiß ich nicht, aber es wird wohl wieder einer von der Kategorie "Ich rufe einfach mal an" sein. Höchstwahrscheinlich. Naja, schauen wir mal, wie es im nächsten Gespräch weitergeht. Einen schönen guten Tag, Mia Galli am Telefon, spreche ich mit Herrn Hartmut. Das ist mein Vorname, ja. Okay, ich habe Ihnen jetzt angerufen, weil sind Sie heute ausgewählt bei uns und ich möchte mit Ihnen ein paar Informationen zu teilen. Ja. Wenn darf ich frage, haben Sie ein bisschen gehört über die Online-Trading? Nee, was ist denn das? Wie bitte? Nee, was ist denn das? Kann ich nicht gut hören. Nee, müssen lauter stellen. Okay, so. Momentan haben Sie keine Zeit? Doch. Haben Sie Zeit? Ja. Okay, ich wollte mit Ihnen ein paar Informationen zu teilen, was ist passiert heute in der ganz globalen Börse. Oh, was momentan ist denn da passiert? Momentan sind Sie bei der Arbeit oder sind Sie zu Hause? Na, ich bin zu Hause. Ja, und dann denke ich mal, hat sie mich einfach nicht mehr verstanden und das Gespräch beendet. Ja, oder weiß ich nicht, vielleicht hat sie das auch einfach falsch verstanden. Irgendwie hatte ich bei der netten Tante hier sowieso die ganze Zeit das Gefühl, dass sie gar nicht versteht, was ich sage, fragt die ganze Zeit, aber kommt mit den Antworten wahrscheinlich mit dem Dialekt nicht zurecht. Und aus diesem Grund hat sie das Gespräch dann schlussendlich einfach aufgelegt und beendet, ja, ohne noch irgendwie weiterzureden.
Schon komisch. Sowas passiert aber auch tatsächlich jedes Mal nur dann, wenn man irgendwelche unseriösen Leute am Telefon hat von irgendwelchen unseriösen Trading-Geschichten. Ja, alle anderen weiß ich nicht. So beendet man ja eigentlich nicht das Gespräch, indem man einfach auflegt. Aber tja, irgendwie ist das eine Manier und eine Floskel aus diesen Betrüger-Callcentern, die sich eingebürgert hat. Wenn sie nicht beleidigen, dann legen sie einfach auf, ohne irgendwas zu sagen. Tja, so kann man es halt natürlich auch machen, ne? Spart man sich halt jegliche Diskussion mit dem Kunden. Hallo? Hallo, schönen Tag am Apparat. Das ist Wilma König. Telefoniert mit Herrn Schwamm. Herr Schorn, ja. Schwamm, Steinfeger. Ja. Okay. Herr Steinfeger, es geht um Ihre Anmeldung. Sie haben sich vor ein paar Tagen registriert, um ein Handelskonto zu aktivieren. Ist das richtig? Nee. Mit Ihrer E-Mail-Adresse, mit Ihrer Telefonnummer und Ihren Namen haben Sie eingegeben. steinfeger@gmail.com. Ne, ja, das ist nicht meine Adresse. Schafensteinfeger@gmail.com. Ne, das ist nicht meine E-Mail-Adresse. Das kann nicht sein. Wenn Sie Ihre Daten eingegeben haben, warum sagen Sie, das ist nicht meine E-Mail-Adresse, Herr Steinfeger? Na, weil die nicht stimmt. Ist ja nicht meine E-Mail-Adresse. Aber das ist Ihr Name, das ist Ihre Telefonnummer. Sie haben die Daten allein eingegeben. Nee. Wenn Sie das nicht gemacht haben, Herr Steinfeger, wer hat das dann gemacht? Ja, das weiß ich auch nicht, aber ich nicht. Und die E-Mail-Adresse stimmt ja auch nicht. Okay, es geht um Ihre Anmeldung bei Bitcoin. Haben Sie Interesse daran oder nicht? Nee. Dann schönen Tag. Aha, okay. Ja, verabschiedet hat sich ja die nette Dame noch. Aber, ja, weiß man jetzt nicht, was man davon halten soll, ne? Ich meine, ist ja irgendwie klar. Seriös war das jetzt hier wieder mal nicht. Ich meine, man kennt es ja nicht anders, wenn die Leute anrufen. Von dem haben die sowieso nicht viel gehört. Naja, aber immer dieses Aufgelege einfach und ja, nicht zu Ende reden lassen, das haben sie irgendwie alle Mann gemeinsam. Einfach nur unterirdisch. Aber gut, wir wissen ja auch, was da für Menschen letztendlich am Telefon sitzen. Ja, richtig. Leute, die unsere Kohle haben wollen. Und das möglichst viel und, tja, möglichst plump, ohne irgendwelche Begründung. Ja, das ist eigentlich auch schon alles, was die Betrüger wollen. Eigentlich gar nicht arbeiten für das Geld, man soll direkt einfach, ja, einfach überweisen. Warum man das überweist, das kriegt man eigentlich so, ja, überhaupt nicht wirklich raus aus diesen Gesprächen. Man investiert irgendwie, ja. Aber mehr Informationen gibt's dazu irgendwie nicht, außer, dass ich da jetzt investiere. Was ich da genau mache mit dem Geld, wie das zustande kommt und was man da genau mit dem Geld nachher macht, das verrät euch irgendwie die ganze Zeit keiner. Die wollen einfach nur Geld und, naja, der Rest ist einfach nur plump und dämlich. Hi, schön, Sie aber was zu haben, Mr. Jahr. Mein Name ist Lampi von der Firma Xabra. Ich mache das für Sie, nicht? Wie geht es Ihnen? Ich habe gar nichts verstanden. Also, mein Name ist Peter Lampi. Ich melde mich für die Firma Xabra. Das ist Peter Lampi, also der von RTL da, deiner Jury da bei RCTV. Nein, nein, nicht für der RTL. Nee, ich meine mich für die Firma X-Abort, das ist eine Trading-Investment-Firma. Ach so. Ja, ich hoffe, ich stelle Sie nicht, wie geht es Ihnen? Ja? Ja. Geht es Ihnen gut? Mhm. Das freut mich auch sehr. Haben Sie schon mal gehört über Online-Investment? Nö. Was ist denn das? Das ist, Online-Investment sind Investitionen in Form elektronisch, das bedeutet, dass wir da früher Wertpapiere gekauft und verkauft haben, okay? In heutigen Zutaten, das können Sie das durch Ihren PC machen, okay? Das sind Online-Trainingsplattformen oder Investmentunternehmen, die sich ihren Aktien oder ihren Kapital anlegen können und für die Investitionen kümmern. Aha. Ja? Mhm. Richtig. Haben Sie schon mal gehört über Bitcoin? Nee. Nein, wissen Sie nicht, was Bitcoin ist? Nee, was ist das? Bitcoin ist eine elektronische Währung, okay? Zum Beispiel, wenn Sie möchten etwas bestellen, da kann man mit dem Bitcoin etwas bestellen. Haben Sie bei Amazon bestellt? Aber ich bestelle sonst immer bei Amazon, nicht mit Bitcoin. Ja, bei der Amazon. Da kann man auch mit den Kryptowährungen etwas bestellen. Das sind die neue Regeln für den Jeff Bezos. Haben Sie das nicht gesehen? Aha, und seit wann geht das? Wann war die letzte Bestellung, wenn ich fragen darf? Gestern. Gestern? Was haben Sie das bestellt für den Hoster oder was? Was ich gestern bestellt habe?
Ja, würde ich fragen darf. Nein, Dildo. Okay, okay. Haben Sie das bestellt für Oster? Haben wir Ostern diese Woche? Nee, den Dildo, den schiebe ich mir doch nicht zu Ostern rein. Nein, nein, nein. Den schiebe ich mir rein, wenn der kommt. Haben Sie nicht etwas anderes bestellt, habe ich gesagt. Was? Haben Sie nicht etwas anderes bestellt, ja, vielleicht? Gleitgel noch dazu. Okay. Okay, alles klar. Gut, bedanke ich mich, mein Lieber. Alles wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg. Aha. Okay? Ja, ich denke mal, also Erfolg brauche ich auf jeden Fall. Der hat 45 Zentimeter. Alles gut, ciao, ciao. Tja, wer dumme Fragen stellt, kriegt dumme Antworten, oder wie war das mit der Geschichte? Also, weiß ich nicht, was der jetzt eigentlich genau von mir wollte. Der ruft bei mir ein und erzählt mir, dass man angeblich per Amazon mit Kryptowährungen bezahlen kann. Also, dass das schon mal komplett gelogen ist, ich glaube, das sollten die meisten von euch wissen. Also, nein, man kann nicht bei Amazon irgendwie mit Kryptowährungen bezahlen. Also, mir wäre da tatsächlich kein Weg bekannt. Aber daran sieht man einfach auch schon, dass den Betrügern vollkommen egal ist, was sie da eigentlich erzählen. Das geht einfach nicht darum, dass man euch irgendwie helfen will, dass die euch Informationen geben wollen. Es geht einfach nur darum, dass ihr möglichst viel Kacke labern und ihr da irgendwie Geld investiert. Ich meine, dass das Gespräch jetzt ja mehr oder weniger aus dem Ruder gelaufen ist, ja gut, das ist ja auch klar. Aber naja, ist halt so, wenn man dumme Fragen stellt, dann kriegt man halt auch wirklich extrem dumme Antworten. Aber was hat der eigentlich auch davon erwartet? Vor allem, was geht denn das an, was ich so als letztes bei Amazon bestellt habe? Ich weiß es nicht. Es ist einfach nur unterirdisch und absolut katastrophal. Und der hatte ja hier tatsächlich nicht mal so einen schlimmen Akzent. Den konnte man ja halbwegs verstehen. Also bis auf die technischen Schwierigkeiten, die die Betrüger irgendwie immer alle haben. Aber gut. Hallo? 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 Ja? Schönen guten Tag, Herr Steinfeier, Theodora mein Name und ich grüße Sie. Wie geht es denn heute? Alles gut bei Ihnen? Ja, ich habe ein bisschen Verstopfung, aber sonst geht. Wie bitte? Ich habe ein bisschen Verstopfung, aber sonst geht. Wenn ich auch frage, wie alt sind Sie? Über 18? Ja. Weil Ihre Stimme klingt sehr jung. Ja? Dankeschön. Und? Bitteschön. Also, ich rufe Sie an von Anlageberatungsfirma und ich möchte gerne mit Ihnen heute ein paar wichtige Informationen zu teilen. So, wir möchten helfen, die Leute, das haben keine Erfahrung mit Finanzmarkt oder die Leute, das haben eine schlechte Erfahrung mit Finanzmarkt. Sind Sie bekannt mit Finanzmarkt oder haben Sie Erfahrung mit Finanzmarkt? Wer ist denn Finanzmarkt? Finanzmarkt bedeutet eine Investition früher gemacht mit Krypto, mit Aktien, mit Forex, mit Bitcoin, da Sie haben Geld verloren oder Geld verdienen? Nix von beidem. Sie haben das nie gemacht? Nur gar nicht. Okay, wenn ich das frage Ihnen, wie alt sind Sie da? Sie haben keine Erfahrung? 29. Nochmal? 29. 29? Ja. Okay, und was sind Sie vom Beruf? Was arbeiten Sie? Was ich beruflich mache? Ja. Da bin ich Sexspielzeugtester. Wie bitte? Sexspielzeugtester. Textbilder? Nein. Was bedeutet das genau? Weil ich komme aus Rumänien und ich bin schon in Deutschland 3 Jahre mit Ausbildung. Was bedeutet das? Ja, ich schieb mir Bilder zum Arsch und gucke, ob die funktionieren. Hallo? Aha, sie ist also Rumänin, sie ist in Deutschland seit 3 Jahren und will irgendwas lernen, was auch immer. Und wenn man ihr denn das beibringt, was sie wissen wollte, dann reagiert sie irgendwie nicht mehr. Also, ich meine, sie hat auch gefragt. Also, weiß ich nicht. Ich meine, wenn die Fragen stellen, was man beruflich macht, jetzt mal ohne Witz, kann ja vom Prinzip her auch tatsächlich mal passieren, dass man da so einen Sexspielzeugtester hat. Ich meine, den Beruf gibt's, das ist kein Fake. Den haben wir vielleicht jetzt nicht gleich standardmäßig in Deutschland an jeder Ecke, aber ja, doch, gibt's. Aber naja, gut. Wenn die Betrüger halt nicht weitermachen wollen, umso besser. Das Problem ist, dass wahrscheinlich nicht jeder zweite von euch Sexspielzeugtester ist.
Und die Leute, die halt die Videos noch nicht kennen oder allgemein vielleicht gar nicht so vorbereitet sind auf solche Situationen hier am Telefon, dass man da sein Geld verlieren kann. Tja, ich meine mit Bäcker, Maler und Maurer, was so halt so die Standardberufe sind oder keine Ahnung, Kassierer. Ja, da kann man die Betrüger nun nicht unbedingt verschrecken und aufhalten. Tja, aber vielleicht sollten wir alle den Job wechseln. Dann ist es auf jeden Fall leichter, sich gegen Betrug zu schützen, habe ich das Gefühl. Hallo? Hallo? Hm? Herr Schiffiger? Ja? Ja? Nochmals, Nina Breite am Apparat, ist alles bei Ihnen in Ordnung? Ja, wieso? Vielleicht haben Sie umgedacht. Ich weiß Sie nicht. Sie haben sich zweimal bei uns angemeldet. Erzählen Sie bitte, wie konnte das überhaupt passieren? Weiß ich nicht. Zweimal? Keine Ahnung. Für Sicherheit? Keine Ahnung. Ja, okay, Herr Steinsteiger, sagen Sie bitte, haben Sie vor, heute in die Bank zu gehen? Nee. Und diese Überweisung zu tätigen? Okay, dann wann haben Sie vor, das zu machen? Ja, weiß ich noch nicht, wenn ich mal wieder zur Bank muss. Bitte nochmal? Ja, weiß ich nicht, mal gucken, wann ich wieder zur Bank muss. Okay, habe verstanden. Und sagen Sie bitte, welche Bank haben Sie? Konto bei welcher Bank? Hagebaumarkt. Bitte? Hagebaumarkt. Ich habe nicht verstanden nochmal. Hagebaumarkt. Ich habe über die solche Bank nie gehört. Könnten Sie bitte bestabilen? Na, H-A-G und dann B-Aumarkt. Mhm, ich habe verstanden. Einen Moment bitte. Bleiben Sie bitte kurz dran. Dort arbeiten Sie, oder? Nee, ich arbeite ja nicht. Überhaupt. Okay, ich habe verstanden. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und ich werde Sie ein bisschen später anrufen, um diese Daten für Sie vorzubereiten, okay? Aber Sie sind doch jetzt am Telefon. Okay, dann bis später. Tschüss. Ja, wieder die typischen Floskeln, um irgendwie aus dem Gespräch rauszukommen und sich ja, am Kunden vorbeizuschlingeln. Und ja, mehr oder weniger dann doch noch höflich das Gespräch zu beenden. Ja, das gibt's. Es gibt die höflichen Betrüger, die so halbwegs das Gespräch nett beenden. Aber im Grunde genommen war ja hier wieder zu merken, dass er mich eigentlich loswerden wollte. Aber ehrlich gesagt kann ich die nette Tante hier nicht mal so richtig zuordnen, woher die überhaupt kam. Aber gut, ist ja auch am Ende egal, denn Betrüger sind's auf jeden Fall. Und was anderes ist hier, glaube ich, eh nicht zu erwarten. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefonat. Tag. Guten Tag. Ja. Das ist Herr Steiger. Ja. Ich heiße Oliver und ich bin von Firma E-Trade. Haben Sie mit meiner Kollegin gesprochen? Weiß ich nicht. Nina Preis. Ja, vor zwei Tagen. Mhm. Hallo. Ja, was denn? Wir helfen unseren Kunden zusätzliches Einkommen bekommen. Und ich telefoniere zu Ihnen, weil ich möchte Ihnen Ihre Konto aktivieren bieten. Hallo? Ja, was denn? Nochmal bitte. Ja, was denn? Was denn? Ja. Und dann Sie, denn Sie können zusätzliches Einkommen bekommen mit uns. Mhm. Schön. Haben Sie auf E-Trade Registration geblieben? Und auf dieser Plattform Sie können auf Barware oder Kryptoware oder aktive Geld stellen und bekommen auf diese Manipulation ja Geld. Manipulation? Hören. Hm? Was manipuliert man denn da? Ich? Ja, sagen Sie bitte nochmal. Ja, was manipuliert man denn da? Ihnen ist interessant dieser Term, oder nein? Antworten Sie eigentlich Ihre Fragen, oder können Sie das nicht so gut? Nö, ich bin von fremdem Land. Und ich nicht alles, ja, verstehe. Aber warum rufen Sie denn an? Welches Land? Nee, warum?
Wenn Sie nicht alles verstehen, macht doch ja keinen Sinn, dass Sie anrufen. Weil ich habe B1 Niveau und ich kann auf diese Arbeit arbeiten, ja. Weil haben Sie welche Frage, ich kann antworten auf diese Frage und... Naja, haben Sie ja gerade gesagt, dass Sie das nicht können. Sagen Sie bitte nochmal. Ja, Sie haben doch gerade selber gesagt, dass Sie nicht antworten können auf Fragen, weil Sie das nicht können wegen der Sprache. Ja, und ich möchte Ihnen sagen, kleine Information noch geben, weil Sie können auf unserer Plattform arbeiten mit Roboter und mit Fachmann. Soll ich mal einen Witz erzählen? Sie lernen. Was? Soll ich mal einen Witz erzählen? Meine Ziel? Kommt ein Fisch zum Bäcker. Was sagen Sie? Ja, kommt ein Fisch zum Bäcker. Das war der Witz. Ein Fisch kann ja auch nicht lösen. Ich kann Ihnen meine Kollegen geben und Sie können mit meiner Kollegin sprechen. Ja. Möchten Sie mit meiner Kollegin sprechen? Ja. Eine Minute. Hallo, Herr Steinfeger? Oh, Sie sind jetzt der Kollege. Erinnern Sie sich an mich? Nee. Nee, Sie haben mich vergessen. So traurig. Ja. Erzählen Sie mir bitte ein bisschen. Ja, ich hab gerade schon den Typen den Witz erzählt, aber der hat den coolen Witz nicht verstanden. Ich wiederhole mal den Witz nochmal. Kommt ein Fisch zum Bäcker. Bitte? Kommt ein Fisch zum Bäcker. Okay, das habe ich hier, das ist verstanden. Bleiben Sie bitte kurz dran. Ja. Und dann waren sie weg. Tja. Ja, da hat derjenige, der mich nicht verstanden hat, jemanden ans Telefon geholt, der mich dann auch nicht versteht. Und irgendwie scheint das da, weiß ich nicht, auch wieder mehr Diskothek gewesen zu sein als alles andere. Man hat es ja in der Musik gehört, einfach nur wahnsinnig laut, unverschämte Menschen da am Telefon und eigentlich nur komisch und durcheinander und Sinn hat das alles nicht ergeben. Oh, 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 oh. Ich hoffe, dass euch das Video wieder gefallen hat. Und die vielen kleinen Telefonschnipseln, schreibt mir gerne ein bisschen was in die Kommentare dazu, was ihr über die netten Leute hier denkt. Am besten immer mit Zeitstempel, dann finde ich auch die Stelle, die ihr meint. Ist sonst manchmal ein bisschen kompliziert, sich an die ganzen Videos auch rückwirkend zu erinnern. Wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist. Das nächste Video kommt schon übermorgen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.